Frohes neues Jahr euch allen und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Inken und in diesem Video nehme ich euch bei meinem Umzug mit. Aber warte mal, Umzug? Was ist da eigentlich los? Das will ich euch jetzt mal erzählen. Einige von euch, die mich schon länger verfolgen, wissen wahrscheinlich schon, dass ich seit ja ungefähr einem Jahr jetzt in Hamburg wohne und zwar in einer WG. Aber passend zum neuen Jahr hat sich jetzt für mich auch was Neues ergeben. Und zwar, Trommelwirbel, ziehe ich in ein anderes Zimmer in der gleichen WG. Also verändert sich im Prinzip für mich nicht so viel. Ich wohne in der gleichen Wohnung weiterhin, aber ich ziehe halt in ein neues Zimmer. Und das neue Zimmer finde ich auch sehr viel schöner, viel heller. Ich habe einen eigenen kleinen Balkon, aber das zeige ich euch alles gleich. Und ich werde euch jetzt in diesem Video mal mitnehmen in meinem kleinen Umzugschaos. Bevor es jetzt losgeht, wollte ich euch noch mal kurz mitteilen, dass ihr gerade bei Armed Angels 15% Rabatt auf eure Bestellung bekommt und zwar noch bis zum 11.01. Dafür braucht ihr einfach meinen Code INKENROTH15, blende ich euch auch noch mal hier ein und ist auch noch mal unten in der Infobox, genauso wie der Link zum Shop. Wie wahrscheinlich auch einige von euch wissen, bin ich schon sehr lange Fan von der Marke und habe tatsächlich auch einige Lieblingsstücke bei mir im Kleiderschrank hängen. Und ich muss sagen, auch Teile, die ich schon einige Zeit habe, also teilweise sogar schon 1, 2, 3 Jahre, die trage ich immer noch super gerne. Was ich an Armed Angels auch besonders cool finde, ist, dass bei der Herstellung der Kleidung der Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 so gering wie möglich gehalten wird. Neu bei mir eingezogen ist jetzt auch die Hose Jayana, die habe ich in der Größe S. Die Hose finde ich auf jeden Fall sehr bequem und das Praktische daran ist, dass ich sie sowohl zum Sport als auch zum Chillen als auch normal im Alltag tragen kann. Also ich finde die Hose super wandelbar und passt sich irgendwie ganz viel verschiedene Looks an. Ich finde, Armed Angels hat generell ganz coole Sportklamotten. Also wenn es vielleicht wie bei mir bei euch auch der Fall ist, dass ihr euch als Vorsatz gesetzt habt, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen, dann lohnt es sich da auf jeden Fall auch nochmal vorbeizuschauen. Und wie gesagt, mit meinem Code spart ihr dann ja auch eben noch 15% und zwar bis zum 11. Januar. Also würde ich mal sagen, viel Spaß beim Stöbern. Heute ist der Tag des Umzugs und ich bin jetzt gerade noch in meinem Zimmer, was ihr auch kennt. Ich glaube, diesen Videohintergrund hier, also meine grüne Wand, kennt ihr. Und genau, das ist auf jeden Fall momentan noch mein Zimmer. So, jetzt noch mal eine kleine Roomtour von meinem alten Zimmer. Also das ist quasi hier. Hier habe ich ja mein Bett stehen und meine grüne Wand, die ich mit voller Liebe gestrichen habe. Dann mein Schreibtisch. Also es ist jetzt auch gerade nicht super aufgeräumt. Irgendwie hat sich das jetzt nicht mehr so gelohnt vom Umzug. Aber ja, ich glaube, ihr kriegt eine Idee, wie es aussieht. Das Coole, was halt wirklich cool ist, ist, dass es hinten rausgeht zu so einem Innenhof, wo auch ein Baum steht. Das heißt, es war auch immer sehr, sehr ruhig hier, aber leider eben zum Norden raus. Deswegen nicht ganz so hell. Aber so sieht mein Zimmer jetzt auf jeden Fall gerade aus. Es sind ungefähr 15 Quadratmeter. Das neue Zimmer ist lustigerweise auch direkt nebenan. Und hier sieht man auch schon, wie die Sonne reinscheint. So schön einfach. Genau, hier habe ich dann eben einen eigenen Balkon. Und generell ist der Raum auch größer. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie groß. Aber ich glaube knapp 20 Quadratmeter. Also auf jeden Fall nochmal ein Tickchen größer. Ich denke, hier hinter mir werde ich das Bett hinstellen. Und ja, ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie diesen Raum nutzen. Ich finde es immer so magisch, einen leeren Raum zu haben, weil man sich dann echt so, ja, alles neu vorstellen kann. Wo stellt man was hin und so. Ich mag das immer richtig gerne. Bevor es jetzt aber richtig mit dem Umzug losgehen kann, muss ich tatsächlich nochmal schnell zu Ikea, weil ich noch Gardinen brauche für mein Zimmer. Ich habe jetzt ja ein Fenster mehr, beziehungsweise eine Terrassentür mehr. Vorher hatte ich ja nur ein Fenster, deswegen wollte ich jetzt hier nochmal genau die gleichen Gardinen kaufen, die ich auch schon in meinem Zimmer habe. Und dazu dann auch nochmal quasi so eine Doppelstange machen, also dass ich dann vorne die Verdunklungsgardinen habe und dahinter nochmal so eine hellere, weiße Gardine. Die ist dann tatsächlich auch im Einkaufswagen gelandet. Und ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie man viel Geld ausgeben kann für so wenig Sachen. Also dieser Korb hier hat jetzt insgesamt schon knapp 130 Euro gekostet. Dann habe ich nochmal im Anschluss nach einem Sofa geguckt, weil ich jetzt ja mehr Platz habe und deswegen auch gerne ein Sofa kaufen würde. Die beiden hier fand ich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool, aber ja, so richtig entscheiden konnte ich mich noch nicht. Was übrigens noch cool ist, meine Schwester hat mir so was zum Räuchern geschenkt. So ein kleines Räucherbündel und so ein Holz. Und damit wollen wir dann gleich erstmal den Raum ausräuchern. Klingt jetzt so ein bisschen hexenmäßig, aber ja, tatsächlich ist es so, dass man damit, also wenn man einen Raum ausräuchert, dann ja, macht man ihn quasi wieder frei von den Energien. Und irgendwie finde ich dieses Ritual ganz schön. Deswegen wollen wir das gleich als erstes mal machen. So ist die Farbe ja bisher, aber gefällt mir halt nicht so gut, weil hier
echt, ja, man sieht, dass es schon ein paar Jährchen dran ist. Ich habe mir jetzt diese Farbe hier geholt. Gletscherblau heißt die. Ich glaube, die ist ein bisschen heller, aber auch, ja, relativ ähnlich, würde ich sagen. Ich war übrigens dann auch sehr dankbar, weil meine ganze Familie vorbeigekommen ist. Also meine Schwester und meine Eltern haben mir dann geholfen, den Raum zu streichen und dann letzten Endes eben auch die Möbel rüberzutragen. Klar war es jetzt kein Riesenumzug, aber ich bin trotzdem sehr dankbar für die Hilfe. Der Umzug ist geschafft und mein neues Zimmer ist jetzt erstmal provisorisch fertig. Also es ist natürlich noch nicht alles fertig und es wird sich sicherlich auch noch was ändern. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es bisher aussieht. Und ich glaube, ich switche einfach mal die Kamera dafür. So, wenn man jetzt reinkommt, sieht man zuallererst mein Bett, was auch irgendwie sehr monströs aussieht. Darüber soll auf jeden Fall noch das Bild. Und hier auf die weiße Wand rechts kommen wahrscheinlich auch noch ein paar Bilder. Ich habe da so eine kleine Inspo. Kann ich euch auch mal einblenden. Dann haben wir hier am Fenster meinen Schreibtisch und eben den Spiegel mit dem kleinen Bücherregal. Finde ich irgendwie schön, wenn das Ganze am Fenster steht, damit man schönes Tageslicht nutzen kann beim Arbeiten. Und dann auf der anderen Seite, das ist ja die Seite, die wir jetzt frisch gestrichen haben, in dem Hellblau, da ist meine Kommode. Da stehen auch noch Bilder drauf, die dran an die Wand gebracht werden sollen, meine Kleiderstange. Und dann ist eben draußen noch der Balkon, wo auch nochmal Balkonmöbel drauf kommen. Mein Teppich. Den hat es jetzt hier auch in die Mitte des Zimmers verschlagen. Ich finde meinen Raum jetzt schon mal ziemlich gemütlich. Allerdings bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob alles so stehen bleibt. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich mir vielleicht noch ein Sofa oder einen Sessel kaufen möchte. Deswegen habe ich mir jetzt mal so ein Programm runtergeladen. Das heißt Room Sketcher. Das gab es umsonst. Also es gibt davon auch eine Pro-Version, dafür muss man bezahlen. Aber ich habe jetzt einfach die kostenlose Version mir mal runtergeladen. Und da kann man dann eben einen Raum bauen, also quasi den Umriss nachbauen und dann auch Möbel hinzufügen. Ich habe jetzt hier mal mein Zimmer einfach nachgestellt. Also hier steht ja mein Bett in der Ecke, mein Schreibtisch, Kommode, Kleiderstange. Jetzt habe ich mir hier schon mal ein Sofa gemacht. Das hat ungefähr die Maße wie eines der Sofas, was ich bei IKEA gesehen habe. Und bin jetzt am Überlegen, ob ich das vielleicht komplett umstelle. Also dass ich das Bett quasi einmal so drehe, dann den Nachttisch daneben und vielleicht sogar auch die Kleiderstange nicht so mitten im Raum stehen habe, sondern dann eben eher so hinter die Tür. Genau, dann könnte ich eben vielleicht die Kommode ein bisschen weiter in die Richtung und dann eben noch ein Sofa reinstellen. Wäre eine Idee. Ich habe dann das Gefühl, dass der Raum dann schon wieder so klein ist, weil das jetzt ja fast 20 Quadratmeter groß. Und wenn man dann so viele Möbel hat, dann ist wieder alles zugestellt. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn man so viel Platz hat. Aber andererseits, ja, ist es natürlich auch cool, ein Sofa zu haben, vor allem wenn Gäste vorbeikommen oder wenn es auch vielleicht ein Schlafsofa ist. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr es jetzt besser findet oder ob ihr denkt, dass ich mir ein Sofa kaufen soll. Und das dann eben alles ein bisschen umstelle. Ich bin mir irgendwie unsicher, helft mir gerne. Aber sehr cool auf jeden Fall, dass es solche Softwaren gibt, wo man das alles schon mal ausprobieren kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich immer freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn dem so ist. Und auch gerne ein Abo, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.